Ja, heute im Büro bei mir. Genau. Und Lass mal die Atmo heute nicht über Skype, über lass die Atmo des Büros wirken. ja, ich nehme sie gerade in mich auf. Sei mal Etwa ganz ruhig, sei mal ruhig. depressiv. Büros sind depressiv. Ich glaube, dass irgendwann die zum Schluss kommen werden in 100 Jahren, dass diese weißen Büros mit diesen Ecken und so, dass die gegen die Menschenwürde sind. Du hast auch eine Betondecke, ne? Ja. Das ist ja furchtbar. Nein, im Prinzip ist es ein schöner Neubau und ich bin sehr stolz auf ein Einzelbüro, das so ausgestattet ist. Ich meine nur die Büroarchitektur an sich, die Innenarchitektur von Büros, die ist schrecklich. Da Ja. muss man mal irgendwie fahren. Guck mal, alles grau und weiß. Aber das ist ja geplant so. Aber Ja. genau, denn wir sprechen heute über nochmal über Bourdieu, ein Den wir bisschen so oft hatten. rekonstruierend über ganz viele Wir Bereiche hinweg. plaudern Ja. über Ähm, und Bourdieu. ähm, wir werden versuchen auch, wir werden auch dann nochmal mit einer Bourdieu'schen Brille auf ein Nerdtum, auf ein genrespezifisches Nerdtum versuchen zu blicken, weil wir ja jetzt ein neues Podcast-Projekt anstehen haben, das Mitternachtskabinett und Mitternachtskabinett.de, so. de. Oder wenn die noch nicht funktioniert, die Adresse mitternachtskabinett.wordpress.com oder Mitternachtskabinett eingeben bei Ist das ein Google. Unterschied, ob er Punkt oder Dot macht? Ja, das ist der. Musst du probieren. Empirie geht vor Theorie. Jedenfalls, und wollen wir mal gucken, was das eigentlich im bourdieu'schen Sinne bedeutet, dass wir diesen Podcast machen und wie das überhaupt einzuordnen Ja, ist. also zwei Sachen. Dieser Podcast hört vielleicht auf oder nicht. Das verraten wir euch im Laufe Du müsst hier der. Ja, dranbleiben müsst ihr dranbleiben, nach weil diesem es Werbespot. ja sonst könnte es sein, dass ihr lange nichts von uns hört und denkt, wir kommen nicht zurück. Nee. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den auf den zum neuen Podcast folgt. Aber wenn ihr uns nicht folgt, sind wir euch auch nicht böse, weil es völlig klar sein wird, dass das nur eine kleine Gruppe anspricht, nicht wahr? Ja, Ja, aber wir können ja zur Sache kommen. genau. Was bleibt vom Bourdieu? Von Bourdieu, was bleibt? Ja, der Mann ist tot. Wahrscheinlich das von den meisten anderen Toten. Wobei ich fände es eine gute Idee. Das wird die Leute motivieren. Mehr, also es würde die Texttätigkeit anregen, wenn die Texte mit den Leuten, die sie geschrieben haben, beerdigt werden. Bei manchen wäre es ja wünschenswert. Also wenn alle Texte von Luhmann mit ihm, da könnten wir verhandeln. Aber Bourdieu fände ich schon Ja, schade. Aber dann würden die nicht mehr schreiben. weiß ich nicht. Man schreibt für die Nachwelt. Nur für die Nachwelt. Oder du schreibst Briefe. Das würde eine andere Buchkultur, also Bücher als lange Briefe. Stell dir, ja, früher hat man das ja, aber man kennt ja die Briefe von so und so Ja. aus der Antike, aber man könnte ja, An die Korinther. es gibt ja Blogs, die kannst du ja voreinstellen. Ja. Und ein Wissenschaftler könnte ja dort seine ganzen Abhandlungen reinschreiben und sagen, wenn's langsam wenn der Tod an die Tür klopft, dann veröffentlicht er sie jährlich, wird dann sozusagen automatisch veröffentlicht. Und wenn er dann gestorben ist, kommt jedes Jahr, stell dir mal vor, Luhmann hätte das gemacht, und da käme dann jedes Jahr ein neues, und man würde auf die Publikation warten, weil man Ja. weiß, er ist tot, aber er publiziert jährlich Finde nach. es viel interessanter, wenn der Blog dann halt auch sich selbst löschen würde nach der Zeit. Das hätte was, vor allen Dingen, es wäre dann so eine Mischung. Das gibt es geschrieben, man konnte es noch lesen, wo sie noch lebten. Also im Prinzip dann wie den halt so einen Dialog führen. Aber danach ist alles nur noch Überlieferung, mündliche Überlieferung, Erinnerungsrückblick. Fehleranfällig. Ge genau, genau, genau. In Das nicht ich fehleranfällig. Es ist variationsmotivierend. Halt die Ja. Variation, halt so die Änderungen, die sich da einschleißen, die werden dann neu diskutiert und so weiter. Und wenn die Diskutanten tot sind, dann muss wieder über die weiter diskutiert werden. Das hält so eine, wie kann man das nennen? Eine Gesprächskultur, fortlaufende Ach so, also Theorietransformation. Jesus hat ja
nichts geschrieben. Ja. Und ich glaube, das war damals auch so, dass Religion quasi mündlich überliefert werden muss. Ich meine, beim Koran, die müssen das ja auch in der Originalsprache auswendig lernen. Und das liegt nicht daran, dass die getrimmt werden sollen. Wichtig ist, dass die das wortwörtlich weiterbringen. Mhm. Und das hängt damit zusammen, weil die sagten, wer schreibt, macht schon, übersetzt und aufschreibt, da können sich schon kleine Fehler einschleichen irgendwie. Und naja, aber ganz ohne Schrift, dann wäre es auch, also. Naja, du kannst, es stimmt schon, dass das Sachen aufzuschreiben, ist ja in gewisser Weise ein Informationsverlust, weil ja die Mimik, die Gestik, die Stimmlage und so weiter alles verloren geht. Vielleicht hat Jesus alles ironisch gesagt. Ja, das wissen wir heute nicht mehr. Das wissen wir heute nicht mehr. Vielleicht hat er so diese, die, man sieht das jetzt nicht, aber so die hier den Finger ans Auge gelegt und runtergezogen und gesagt, dein oder Glaube immer, hat dir geholfen. Oder immer mit beiden Händen Gänsefüßchen gemacht. Ja, so wie Dr. Evil, so die Gänsefüßchen. Hat er ständig gemacht. Ja, der Herr, unser Vater im Himmel, und das sind Gänsefüßchen gesetzt, das ist alles nicht überliefert. Ja, aber der... Deine Mutter war also Jungfrau. Ja, meine Mutter war Jungfrau. Stimmt. Wer weiß, oder Paulus und so weiter. Ja. Ne? Das weiß man, weiß man einfach nicht mehr. Viel Informationsverlust, der passieren kann, weil ich weiß jetzt nicht, ich habe dazu auch nichts gelesen, ich weiß auch nicht, wie diese Überlieferungstraditionen funktionieren, ob da... Es gibt ja, ich glaube, in einigen Ländern gibt es ja noch sehr tief diese Tradition der Erzähler, die dann tatsächlich irgendwie auf Marktplätzen sitzen und Geschichten erzählen. Und die lernen auch richtig. Die lernen auch die Geschichten zu erzählen. Und ich bin mir aber nicht sicher, wie die das machen, ob die dann auch gleichzeitig immer die ganzen Gesten und die Betonung und so weiter auch mitlernen, weil das wäre dann ja so diese Informationsebene, die da noch drinne steckt. Also wenn Jesus schon Videos gehabt hätte, wären wahrscheinlich alle immer viele Sachen ganz anders interpretiert worden. Mhm. Ne? Ja. Und aber hier Bourdieu. Aber Bourdieu hat geschrieben. Und die Texte gibt es noch, obwohl er tot ist. Ja. Und hat gemeckert über die ökonomische Orthodoxie des Rational Choice Ansatzes, des Homo Economicus. Und den hat er ja kritisiert. Ja. Und jetzt wird Bourdieu seinerseits kritisiert, dass er ja auch nur eine Kapitaltheorie mit gar stark zentralen Wettbewerbsorientierung drin hat. Denn seine Grundthese ist ja, wir alle kämpfen um Kapital, um ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital. Aber vielleicht war das für damals auch ganz revolutionär, dass man nicht nur um ökonomisches Kapital kämpft. Ich glaube auch vor allen Dingen, was ich hier das Gefühl hatte, was da drin eher so im Kontext zu so einem Bild des Homo Economicus und so weiter hat, ist, dass Bourdieu ja mit dem Konzept von Gewohnheiten und so weiter operiert. Also das kulturelle Kapital ist ja oft gar nicht ein Kapital, was wir bewusst irgendwie mit dem wir bewusst kalkulieren und so weiter, sondern es sind Gewohnheiten in dem Leben, die einer gewissen Systematik folgen. Und das ist auch etwas, was Bourdieu selbst an diesen ökonomischen Texten auch immer kritisiert hat, dass die eben nicht von Gewohnheiten, also die gucken sich Handlungen an und muss man sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sitzen die Leute und stellen über Jahre, erschöpfen ihre geistigen Fähigkeiten in Theorien, um dann nachher halt etwas dazu hören können und sagen können, das, was wir jetzt über Jahre uns rekonstruiert haben, was da abläuft, das macht jeder im Alltag die ganze Zeit. Na, es ist halt so, dieses Ausschließen der Gewohnheiten durch so eine rationale, intellektuelle Imagination, die man den Leuten so unterschiebt, wo man sagt, ja, so denken die ganze Zeit. Und was schon das Zustandekommen dieser Theorien im Prinzip widerlegt. Also richtig Schwierigkeiten hat Bourdieu ja gehabt, den Homo economicus bei seinen Kabylen, diesen Berberstamm. Inwiefern? Ja, weil die halt Geld... Also die konnten damit nicht viel anfangen. Ja. Die haben ganz anders gelebt, als man leben würde, wenn man nutzenrational
handeln würde, viel mehr in Kooperation und so weiter. Und da kam er halt drauf, dass das nicht ausreichen kann. Nur jetzt ist die Frage, ist er trotzdem diesem Wettbewerbsprinzip ja sehr verhaftet? Und das wird ja kritisiert von einigen, man muss aber sagen, die Zeit. Also heute ist ja der Homo economicus, wenn, dann nur noch in Wirtschaftswissenschaften etabliert. In anderen Sozialwissenschaften eigentlich kaum noch. Und das Weil wird ja er auch damals als, anders gewesen sein. ja, weil er selbst als Modell im Prinzip keinen Ja. Erkenntniswert hat, Ja. auch eigentlich nie gehabt Also hat. es gibt ja auch, naja, also ich glaube, dass der hier und da schon Vorhersagen machen kann, aber dass das Prinzip ist, dass er da auf vielen Augen blind ist und dass wir ein Problem haben, wenn wir den Homo economicus als so ist der Mensch darstellen. Das ist eben das, was immer passiert. Jemand hat eine Theorie und dann wird ein Menschenbild raus. Und dann muss der Mensch auch so Ja, funktionieren. ich glaube, das ist beim Homo economicus halt im besonderen Maße, weil er ja, wo er angewandt wird, wird er immer als eine nicht als Modell, sondern als Gegenstandsbeschreibung verwendet. Und gleichzeitig wird an die Leute auch kalt so mit der Zwang formuliert. Also die Glaubwürdigkeit, die sich dieses Modell für sich beanspruchen kann, musste es sich praktisch vorher selbst schaffen, indem halt im Prinzip ein Verhalten, das nicht dem Homo economicus entsprach, sanktioniert wurde, halt im ökonomischen Sektor und so weiter. Und sich dann, und was, das ist halt, obwohl dort angenommen wird, dass es so wäre, selbst das reicht nicht aus, um ihn komplett durchzusetzen. Ja, und also das wer will, kann sich den Aufsatz mit den Kabylen ja mal durchlesen, weil dort wird halt gezeigt, dass der Homo economicus in unserer Gesellschaft vielleicht mal funktioniert, wenn man sie so einrichtet, dass der Homo economicus auch überlebt quasi und die andere nicht. Aber dann zu sagen, dieses Verhalten, was unsere Gesellschaft forciert und belohnt, und dann zu gucken, dass sich alle so verhalten, weil, naja, sie streben, also dass ein Mensch nicht bestraft werden will, ist natürlich jetzt noch kein Hinweis auf rational choice. Also, aber die rational choice Leute drehen das ja dann auch irgendwann so, dass es beliebig wird, weil alles rational choice ist. Selbst die Kooperation wird dann rational choice. Dann ist sie aber so beliebig, dass man die Theorie ja weglassen kann, denn sie wurde ja gerade erfunden, um Verhalten so knapp zu beschreiben, dass man nur einen Aspekt in die Augen, in den Blick nimmt. Und da kann man ein bisschen was beschreiben. Das sehe ich ja auch ein, aber nicht alles. Es geht ja darum. Aber zur Kooperation. Es gibt ja solche Kooperationsforscher wie Axelrod. Der hat beobachtet, da gibt es auch einen Aufsatz, mal sehen, ob ich den finde, dass im Ersten Weltkrieg Kooperation zwischen den verfeindeten Parteien stattfand, ohne dass die miteinander redeten. Es wurden Kanonen abgeschossen aus feindliche Lager und manchmal kamen Querschläger. Und wenn der Gegner auf dein Lager einen Querschläger geschossen hat, hat er beobachtet, dass auch ein Querschläger bei denen hingeschossen wurde. Und dann haben die Stück für Stück mitbekommen, okay, wenn wir daneben schießen, schießen die auch daneben. Und dann wurde Munition verballert ohne Ende und das fiel erst den Vorgesetzten dann auf, weil die sagten, die verbrauchen Munition, aber irgendwie passiert da nichts. Und dann schickten die Offiziere, die dann überwachten, dass auch wirklich gezielt getroffen wird. Weil es gibt ja auch diese Geschichten, dass zu Weihnachten die Gewehre schwiegen, dann ging man zu den feindlichen Lagern, trank mit denen, feierte mit denen Weihnachten, trank mit denen Grog und dann nach Weihnachten wurde wieder aufeinander geschossen. Also dass in den unteren Etagen eine Art von nicht von Wettbewerb bestand. Und das sind halt so Beobachtungen, wo man vielleicht sagt, so eine Wettbewerbsperspektive ist vielleicht nicht so urmenschlich, weil es gibt auch die Beobachtung, dass im Ersten Weltkrieg sehr wenig also das Verhältnis von Schuss und Trefferquote
ist nicht sehr effizient. Und man führt das darauf zurück, dass Menschen von Natur aus, wenn wir den Begriff, den meiden wir ja eigentlich, die Natur Ja. des Menschen, aber dass die Theorie sagt, dass sie von Natur aus eine Tötungshemmung haben. Und das wurde inzwischen aber abgebaut im Zweiten Weltkrieg und so, indem man einen gewissen Hass auf den Feind aufbaute. Und es wird auch trainiert, besonders in US-amerikanischen Militärs, diese Reflex, besonders an Bildschirm und so. Gegner taucht auf, wird gleich verbunden mit dem Reflex Gewehr schießen, zielen. Also das Schießen, zielen, drücken. Abdrücken soll als eine Einheit trainiert werden und nicht schießen, zielen und dann überlegen, ob ich abdrücke. Ne? Ja. Und seitdem steigt auch die Effizienz der Treffer. Und das heißt, von der Natürlichkeit zu sprechen, also der Mensch ist ja ein notorisches Mängelwesen, würde ich da sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und er kommt auf die Welt als Tabula rasa quasi. Und wie die Kultur halt ist, also eine notorische Frühgeburt, sagt man ja. Kinder kommen auf die Welt oder Tierkinder kommen auf die Welt und sind schon entwickelt zum großen Teil. Und Menschen kommen auf die Welt, bevor sie ausentwickelt sind, damit sie die Kultur in ihren Körper mit einschreiben können. Nietzsche hat es mal den Menschen als das nicht festgelegte Tier beschrieben, und ich denke, und da kann man dann halt die Frage stellen, ob das der zentrale Unterschied ist, wenn es also wenn man halt analytisch den Menschen vom Tier trennen will, dass man sagt, dieses nicht festgelegte Tier zu sein, ist das, wo wir analytisch den Menschen vom Tier scheiden würden, wird dann natürlich auch bedeuten, wenn es Tiere gibt, die wir im Moment als Tiere bezeichnen, die auch diese Nicht-Festgelegtheit haben, dann würde man die auch aus dieser Kategorie rausholen, weil es eben nicht eine normative Kategorie ist, sondern halt eine analytische Kategorie. Also Mensch bezeichnet in dem Sinne dann nicht uns als Selbstbeschreibung, sondern eine analytische Klasse. Nur um dem mal vorzubeugen, dass dann wieder in so einen merkwürdigen Was ist der Spitz, Mensch und so? Was ja, ist? auch vor allen Dingen so einen Diskurs einzubetten, den ich ein bisschen merkwürdig finde, wo es denn immer darum geht, so, also da kommen dann immer Menschen und sagen, ja, der Mensch, der ist eigentlich nur ein arrogantes Tier, ne, sieht sich an der Spitze der Ach so Schöpfung und diese so weiter, und das sind irgendwie merkwürdig, biologistischen. ja, das sind irgendwie so merkwürdige Argumente, die analytisch überhaupt keinen Inhalt besitzen, auch inhaltlich nicht, sondern irgendwie nur eine merkwürdige Selbstbeschreibung der Person vollziehen, die sich dann als besonders kritisch oder so weiter darstellen möchte. Naja, jedenfalls sehe ich das, denke ich, ganz ähnlich. Wobei, vielleicht könnte man dem Menschen sowas unterstellen, also wie auch Aristoteles das gesehen hat, der Mensch als Zoon Politikon, als das gesellschaftsbildende Wesen, also dass das vielleicht eine Konstante im Menschsein ist. Und sich vielleicht gerade aus dieser Nichtfestlegung ergibt, dass der Mensch Gesellschaft bilden muss, weil die Gesellschaft ist insofern die Natur des Menschen. Aber das hast du doch bei Ameisen eigentlich auch. Nee, nicht in dem Sinne, also weil die, weil da, also das ist jetzt also der biologischen Begrifflichkeit, dasselbe halt wird da auch Gesellschaft genannt, aber ich glaube nicht in dem Sinne, wie wir es in den Sozialwissenschaften benutzen, weil Aber so ein Rudel, so ein Wolfsrudel ist schon nah dran. ja, aber das sind Gesellschaften, die auf Instinkten und so weiter, also instinktiven Verhalten basieren. Und wenn wir jetzt so wollen, ist die menschliche Gesellschaft eben, weil sie die Natur des Menschen, also die zweite Natur des Menschen bildet, weil durch die Gesellschaft das Verhältnis des Einzelmenschen sage ich mal, zur ersten Natur festgelegt wird. Während du bei Ameisen und so weiter und Wölfen diese Gesellschaftsbildung, die du da hast, die klärt nicht das Verhältnis zur Natur, das ja bei Menschen sehr unterschiedlich ausfallen kann, ne, wie der Mensch im Verhältnis zur Natur steht, sondern da wird es immer. Ist es im Prinzip eine Ausprägung der ersten Natur und stellt sich an sich keine zweite Natur dar, wenn
So, wenn man das so aber will. Wenn wir Also das, die Mängel führen zur Gesellschaftsbildung, beziehungsweise diese Mängel. Ich würde nicht Festlegung bevorzugen, weil durch die Gesellschaften werden halt Dinge festgelegt, die durch die erste, also deswegen zweite Natur, die durch die erste Natur nicht festgelegt, weil der Mensch in kein Verhältnis zur Natur steht. Also die Gesellschaft ist die Umwelt des Menschen, die ihn auch biologisch dann prägt, bevor er ausgebildet wird. Mehr noch als die Natur, weil Gesellschaft will ja, wenn wir in den analytischen Begriffen bleiben wollen, will ja Natur eigentlich verdrängen. Also die Gefährlichkeit und die Geworfenheit in die Natur wird ja, also sonst würde man ja nicht Künstlichkeit und Natürlichkeit irgendwie unterscheiden, ne? Und das Künstliche als das vom Menschen Geschaffene. Ne? Mhm. Wir wollen dem Menschen, der geboren wird, ja eine künstliche Umwelt liefern. Wir wollen ja nicht sagen, wir legen in den Wald und gucken mal, was passiert. Ne? Mhm. Und so wird ja der Mensch in eine Umwelt, in eine künstliche Umwelt reingebunden. Deshalb kann man ihn gar nicht mehr so richtig als Naturwesen sehen. Aber ich wollte einen Punkt noch nennen, dieses vom Axelrod, diese Idee der Kooperation, die wurde auch simuliert in Computerprogrammen. Da wurden so, ja, ich weiß gar nicht, ob man da Rational Choice-mäßig ranging, aber es wurden so ein paar Akteure, so Mannequiken wurden da reingesetzt und denen wurde gesagt, okay, verhaltet euch kooperativ oder nicht kooperativ und seht zu, dass ihr hier überlebt. Da müsste ich aber auch nochmal nachgucken, wie genau der Programmbefehl war. Ich weiß nur noch das Ergebnis, das sagte, überlebt haben die, die nach dem Muster verfahren sind, wie du mir, so ich dir, ohne nachtragend zu sein. Das ist ganz, das überträgt man dann aufs Leben. Also, es wäre wichtig, wenn dir einer Böses tut, dann durchaus den auch so zu behandeln. Wenn dir einer Gutes tut, dann auch ihn so zu behandeln, wie eben an diese Frontlinie. Die schießen daneben, schieße ich auch daneben. Ja. Wenn einer dir Gutes tut, auch Gutes, gut zu reagieren. Und wenn er dann sagt, oh, der ist ja leicht auszunehmen, reagiert böse, auch wieder böse zurückzureagieren. Ja. Aber dann, wenn er dann merkt, oh, der ist doch nicht so leicht über den Tisch zu ziehen, wieder gut reden, dann nicht nachtragend zu sein. Ja. Wenn du dann nachtragend bist, nimmst du dir quasi einen Überlebensvorteil, sondern immer, wenn einer wieder, so, wo wir gerade bei Jesus waren, so, ne? So nach dem Motto, der Vater im Himmel verzeiht dir immer das schwarze Schaf, was zurückkommt. Mhm. Ja, und dass diese Akteure im Computerprogramm hätten überlebt, also so als Lebenstipp sozusagen. Ne? Und das kann man natürlich auch übertreiben, denn wenn du über den Tisch gezogen wirst, dass du dann tot bist, hast du ja auch nichts gekonnt. Ja, das ist ja das Ding beim Töten halt so, da kann ich, also... Ich glaube, das Töten... Da kann man nicht mehr drauf, reagieren. So, ne? Ja, so wie du... Aber Mordversuche würde ich wahrscheinlich auch nicht so gern, weil wenn dich einer umbringen will und du willst ihn dann auch umbringen, dann will er dich nicht mehr umbringen, dann würde ich trotzdem damit rechnen. Das ist ein Problem, dieses Modell, der Mord und der Mordversuch. Das wäre ja dann, wenn da jemand dich versucht umzubringen, darfst du auch nur versuchen, ihn umzubringen. Okay. Wenn dich jemand tötet... Dann müsstest du danach jemanden, müsstest ihn auch töten. Das wird aus Computerprogramms, aus biologischen Gründen wird das schwierig. So in einer zivilisierten Gesellschaft, befriedeten Gesellschaft, ist das wohl ein sehr, sehr, sehr kluger Schachzug, das so zu machen. Und ja, ein anderer Punkt, der Intellektuelle bei Bourdieu hatte die Aufgabe, die herrschende Klasse deren Deutungsmacht zu brechen. Ja, was merkwürdig ist eigentlich, ne? weil Bourdieu ja den Intellektuellen zur herrschenden Klasse zählt. Aber er selbst ja auch zur herrschenden Klasse gehörte. Ja. Und da ist ein Punkt, der mich darauf führte, wir hatten ja damals diese Folge, ist Masse schlecht? Wo wir kritisiert wurden von Stefan Seidel von Rebell TV und von diesem Kritik 1968 Podcast, auch ein soziologischer Podcast, kann man sich auch mal anhören. Der Stefan Seidel, der uns da kritisiert hat, hat ja immer so Avoid Mass Media, war ja sein Leitthema. Und Bourdieu sagt ja, es gibt verschiedene Felder, politische Felder,
kennt ihr als Luhmannianer, als Systemtheoretiker ja auch, ne? Und so Systeme, obwohl das ja ganz andere Bilder sind eigentlich, ne? Aber ja, die Funktion der Felder sind so, es gibt das politische Feld, das Kunstfeld und so weiter. Und im politischen Feld oder überhaupt in Feldern kann man nur mitspielen, wenn man die Spielregeln beachtet. Mhm. Ansonsten bist du da nicht anschlussfähig. Ja. Du kommst drin nicht vor. So. Und oder wirst ignoriert. Bei System, wenn du dort nicht anschlussfähig bist, kommst nicht vor. Mhm. Bei politischen Feldern, wenn da nicht anschlussfähig bist, kommst vor, aber wirst halt ignoriert, spielst ja nicht mit. Und im politischen Feld, das sehr viel auf Massenmedialität setzt, wenn du da Avoid Mass Media dir auf die Fahne schreibst, wirst du wahrscheinlich nicht vorkommen. Politisch. Also du wirst nicht mitspielen. Die werden dich als Mitspieler nicht ernst nehmen. Und Bourdieu hat ja das Postulat aufgestellt, wenn du es verändern willst, musst du dort nach den Regeln spielen. Und das bewirkt natürlich eine gewisse Reproduktion der Regeln. Ja. Und deshalb sagte er ja, du kannst Gesellschaft nicht so Knallerfall ändern. Du kannst immer so die Spielregeln ausweiten für die nächste Generation, dass die wieder die ausweitet und für die nächste, dass man wieder ausweitet und das geht alles peu à peu. Und das kannst du nur, wenn du die Regeln verstehst und die Soziologie ist ja auch dazu da, die Regeln zu untersuchen. Und er, deshalb ist das auch kein Widerspruch, dass er als Herrschender sich am Spiel beteiligt hat mhm. und trotzdem versucht hat, die Spielregeln also aufzubrechen dort. Das finde ich jetzt kein Widerspruch. Weil ja. wir hatten ja eine ganze Seminar, wir besuchen ja das Bourdieu-Seminar, mit der Diskussion, eine Seminarsitzung mit der Diskussion verbracht, also wie das einhergeht, dass er doch zu denen gehört, die er kritisiert. Ne? Ja. ja. Das ist auch interessant, weil es gibt ja auch dieses Buch von Bourdieu über das Fernsehen. Mhm. Und er hat auch selber. Übrigens, verlinke ich, das gibt es als Hörbuch auf YouTube, kann man sich anhören, komplett. Und er hat auch selber halt so eine Fernsehsendung gemacht. Ah. Über die Ressourcen halt der Uni, an der er war, die dann halt auch. Ne? Und es ist interessant zu sehen, weil ganz viele Sachen, die er dann in diesem Text, also dieses über das Fernsehen, das ist halt auch, glaube ich, das ist sogar einfach ein Transkript seines Fernsehbeitrags. Mhm. Oder zum Beispiel sein Videobeitrag, ich weiß nicht, ob es jemals ins Fernsehen gekommen ist. Aber da macht er halt selbst auch viele Sachen, die er kritisiert. Bourdieu spricht da ja immer auch davon, dass in Massenmedien müsste man fast thinking, ne? Also man muss halt, es ist besser, schnell Antworten geben zu können, als fundiert und so weiter. Polarisieren, es geht dann halt auch, er spricht viel über Talkshow-Formate, wo er ganz zentral sagt, es ist wichtig, dass die Leute eben nicht über dasselbe reden, weil dann können sie sich auch nicht einigen. Mhm. Na, also man kann ja formal über den gleichen Gegenstand sprechen, aber aus sehr verschiedenen Perspektiven, die einfach keine Einigung erlauben. Ja. Dass das da auch immer ganz oft der Fall ist und auch personalisieren und so weiter. Und er selbst bezieht sich dann immer auf einen besonders wohl zu der Zeit in Frankreich präsenten Talkshow-Moderator und so. Und wo man auch merkt, halt die Sachen, die er kritisiert, auf die lässt er sich in dieser Sendung aber auch selber ein. Mhm. Weil man darf ja auch fragen. Das ist? Wenn Avoid Mass Media, für wen ist diese Nachricht? Und was soll sie bewirken? Mhm. Weil sie wird, Avoid Mass Media kann ja, wenn, denn nur eine Wirkung entfalten, wenn es sich an ein großes Publikum, also wenn diese Nachricht halt über Massenmedien transportiert wird und dann wird es. Und die Leute, die sowieso danach leben, die braucht man nicht erreichen. Na, also die sowieso, die Massenmedien meiden, so, denen muss man es nicht erzählen. Also ist im Prinzip, um dieses Spiel zu spielen, muss man sich praktisch, also gerade bei Avoid Mass Media, muss man sich auf die Massenmedien einlassen, muss sich in das Feld begeben, um die anzusprechen, die nämlich sich in Massenmedien aufhalten, also die als Publikum, als Produzenten, wie auch immer, dem gegenüberstehen. Weil wenn du die erreichen willst, die Massenmedien vermeiden. Also den brauchst du es erstens nicht erzählen. Die brauchst du es erst nicht erzählen und zweitens. Und deshalb ist es auch kein Widerspruch, wenn sich Stefan Seidel zum Beispiel in die Massenmedien begeben würde und dort rufen würde, vermeide die Massenmedien. Bei Twitter
wünscht er immer eine gute Nacht, indem er sagt, entfolgt euch. Wo alle Twitterer eigentlich so viel wie möglich Follower wollen. Ne? Mhm. Ich weiß aber nicht, und dann aber hat er irgendwann mal gesagt, kann mir jemand hier und hier weiterhelfen? Dann will er auf das Sozialkapital zurückgreifen, was ich nur durch Gefolgschaft, wenn sie alle ihn entfolgt hätten, hätte er natürlich keine Hilfe gefunden. Bei irgendeinem Buch oder sowas, was er gesucht hat. Aber es gibt auch einen alten philosophischen Diskurs, ob man das, was man propagiert, vorleben muss oder nicht. Mhm. Da gibt es zwei Parteien. Die einen, die sagen, du kannst nicht Wasser predigen und Wein trinken. Gysi hat ja immer gesagt, die Linken predigen zwar Wein, aber trinken zwar Wein, aber predigen ihn auch, während die Rechten Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. Du kannst, und die anderen sagen, das musst du nicht. Wie ich dann immer, also dem würde ich mich fast auch anschließen. Also im Wilden Westen zum Beispiel, wenn du Colt trägst, weil alle rumschießen, willst du auch bewaffnet sein und schießt, um deine Haut zu retten. Heißt aber nicht, dass du nicht dafür sein kannst gegen ein Waffenverbot. Ja. Du musst für ein Waffenverbot nicht unbedingt auf Waffen verzichten in einer Gesellschaft, wo alle schießen. Das wäre ja auch dumm. Ja, zumal, ich erinnere mich da an etwas, an ein Gespräch, was ich mal geführt hatte. Und da ging es um vegetarische Ernährung. Mhm. Und wir hatten uns unterhalten und ich hatte dann da die Position vertreten, also es macht Sinn, vegetarische Lebensernährung macht aus unterschiedlichen Gründen Sinn, ist ökologisch sinnvoll, ist es ernährungswissenschaftlich sinnvoll und so weiter. Ethisch. Ethisch ist es auch sinnvoll. Und dann trotzdem isst du Fleisch. Und dann wurde mir gesagt, ja, musst du ja sagen, du bist ja Vegetarier. Ne? Habe ich gesagt, nee, bin ich nicht. Ja. Und dann, das ist übrigens auch ein beliebtes, also ein formale Argumentationsform halt, weil damit muss man sich nicht mehr um den Inhalt der Argumente kümmern, muss sich nicht damit kümmern, ob es wirklich ökologisch sinnvoller wäre, sondern man sagt einfach so, ja, du bist ja Vegetarier. Du machst es ja auch nicht. Du bist ja Vegetarier, deswegen musst du das ja sagen. Und es ist ja, kann man ja auch fragen, wieso ist denn das wichtig, ob man Vegetarier ist, so, dann kümmere dich doch um den Inhalt. Und dann habe ich gesagt, nein. Und vor allen Dingen, dann, nachdem ja erst unterstellt wurde, die Argumente zählen alle nicht, weil ich ja Vegetarier sei, ich dann gesagt habe, nee, bin ich gar nicht. Dann zählten sie nicht, weil ich ja gar nicht Vegetarier bin. Dann wird gesagt, ja, das wäre ja jetzt geheuchelt. Und da habe ich auch gesagt, habe ich gefragt, warum? Ja. Wieso ist der Gehalt meiner Argumente von meinem Handeln abhängig, so. Wenn ich die ganze Zeit davon erzähle, wenn ich die ganze Zeit sage, es gibt die Schwerkraft, es gibt sie. Mhm. Und noch ganz viele andere Früher sage ich, das ist alles so. Und danach, ohne den Wunsch zu sterben, vom Haus springe, denn tot bin. Sagen, ja, das waren ja jetzt aber unglaubwürdige Argumente. Ja, das ist so ähnlich wie es ist ja durchaus möglich, dass Christen Physiker sind, ja. Auch wenn sie an den auferstandenen Jesus und so glauben. Es ist halt die Sache, gehst du auf das Spielfeld und spielst das Spiel mit, nach den Regeln, die dieses Spiel erfordern. Da muss man noch dazu sagen, dass das Beispiel ein bisschen hinkt, weil halt normalerweise ist es halt ein großer Vorteil, was aus so einer gewissen, ja, aus diesem fundamentalistischen Atheismus kommt, halt so, es gibt keinen, in der Regel gibt es gar keinen praktischen Widerspruch zwischen verschiedenen Lehren. Nee, ich meine jetzt wirklich so. Eine Lehre, die streng katholisch von einem wiederauferstandenen Jesus ausgeht, also. Was nochmal was anderes ist, wenn es nur um die Gottesfrage geht, es gibt ja diesen Spruch, am Anfang der Physik stellt man Gott in Frage, aber
am Grunde der Physik irgendwie findet man dann auch wieder zur Gottesfrage. Und ja. Das ist ja nochmal eine andere Frage, als wenn man jetzt sagt, glaubt man darauf, dass Jesus ja, gut, den Himmel gefallen ist? Da muss man halt danach fragen, wie verhält es sich mit Wundern? Ne? Also es ist, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt eine problematische, ja, theologische Frage. Dass, ja, dass man woran man glaubt, trennen muss von dem, auch nochmal von dem Spielfeld, auf dem man mit Argumenten auftritt. Ja. Ja, wir gehen ja, wollen ja nachher nochmal auf einen anderen Podcast von uns hinweisen. Und es gibt ja gerade im Geisterglauben und in der Geisterforschung auch Skeptiker, die an Geister glauben, aber trotzdem skeptisch rangehen. Und da muss man einfach mal mit den Spielregeln schauen, was sind die Spielregeln der Wissenschaft. Und die sagen, wenn du Argumente, bring Belege oder sehr glaubwürdige Argumente, aber bring nicht jetzt, du glaubst das und das. Das spielt für die Wissenschaft gar keine Rolle. Mhm. Ist dort nicht anschlussfähig, Glauben, reines Glauben. Also du wirst dort nicht hingehen können und sagen, ich glaube dran, also kann ich das lehren. Ja, ja. Du musst, das sind die Spiel, aber es ist dir ja überlassen. Und so ist es bei ethischen Diskursen, aus meiner Sicht auch, die Spielregel eines ethischen Diskurses ist, bring überzeugende Argumente für den Vegetarismus. Mhm. So, ob du Fleisch isst, hat ja mit den Argumenten nichts zu tun. Das haben wir ja in dem Film Dark Star schon gesehen. Die Bombe wollte explodieren, wenn ja, du dich erinnerst, weil sie nicht an die Phänomenologie irgendwie glaubte. Ne? Und er sagte, ich weiß gar nicht mehr, wie das Argument war, aber er sagte, Argumente müssen für sich selber stehen, Bombe. Und dann ist die Bombe erstmal nicht explodiert, weil sie sagte, ja, okay, ich muss die Argumente trennen. Und wenn man eine Bombe überzeugen kann, dann kann man doch auch Menschen. Ja, aber wir kommen weit, ja, weit, 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 weit. Ne, das ist ja auch die Frage. Ne? Wenn ich dir jetzt sage, halt, vereinfacht, jetzt aber ganz in der gröbsten Form. Ne? Ich meine halt, töten ist schlecht, so, ne? Gut, würden jetzt ganz viele halt auch widersprechen, so, weil man kann sich ja immer Sonderformen noch bauen, ne? Mit, ja, halt mit. In der Bibel steht ja original in übrigens, Morden ist schlecht. Also töten mit einer niederen Absicht. Ja. Also das reine Töten wäre ja auch ein bisschen naiv anzunehmen. Man könnte Stellen, über die Wiese laufen, Stellen, ohne Käfer zu zertreten. Ja, an vielen Stellen ist vor allem auch im Alten Testament wird auch sehr, sehr vehement darauf bestanden, das doch bitte zu töten sei. Okay. Nee, aber die. Ne? Und aber sagen wir mal, ja, ich sag dir jetzt, okay, sage ich mal, morgen ist schlecht, da stimmst du mir zu. Ja. Und jetzt, jetzt erfährst du irgendwie ein paar Stunden, ich habe vor 10 Minuten war ich kurz draußen und habe irgendwie jemanden umgebracht. So. Willst du dann sagen, oh ja, da jetzt hätte ich ihn umgebracht. So, dann muss morgen muss wohl man doch, das Argument noch neu überdenken. Dann, ja, muss das, dann ist das Argument wohl nicht gültig. Ja, ja. Das Einzige, was du dann sagen kannst, das ist offensichtlich, dass das Argument für mich nicht gültig war. Aber was heißt es? Also, na, was, das ist halt die Frage, was ist ja die generelle Aussagekraft. Was fand ich auch interessant, weil wir heute so religiös drauf sind irgendwie. bei der Bibel gilt die Bibel als Zeugnis für Jesus. Das heißt, alles, was Jesus gesagt hat, wird durch die Bibel bezeugt. Die Bibel an sich ist wie ein Zeuge zu nehmen. Der kann mal ein bisschen übertreiben, kann mal ein bisschen untertreiben. Heißt nicht, dass er lügt, sondern das ist so, hat es wahrgenommen. So ist eine Interpretation, eine wissenschaftliche Interpretation der Bibel. Es gibt auch andere. So, beim Koran ist genau umgedreht. Also wenn Jesus wird nie widerspruchsfrei gehandelt haben in diesem Glaubenssystem, die Bibel kann Widersprüche haben. So, weil sie Zeugnis abgibt und Zeugen können sich auch widersprechen, wenn sie das anders wahrgenommen haben. Ja. Im Koran ist es genau andersrum. Mohammed ist der Zeuge. Und der Koran ist die wörtliche Niederschrift Gottes Wort von Allah. Und der Koran ist widerspruchsfrei. Und wenn nicht, verstehen wir ihn falsch sozusagen. Mhm. Aber wenn Mohammed, egal was er tut, kann er widersprüchlich handeln, das ändert ja nichts an dem Argument, wie es im Islam steht. Also wie es in dem Koran steht. Wenn Mohammed nicht entsprechend des Korans handelt, ist das kein Beleg dafür, dass der Islam widersprüchlich ist, sondern Mohammed war halt auch schwach im Fleisch oder so, ne? Ja, das ist übrigens, fand ich einen interessanten Punkt. Das ist auch interessant im Judentum. Hm. Mit dem Talmud, weil das ist ja, ich glaube, da das Christentum ist da die Ausnahme von diesen drei großen abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam. Weil das Judentum sowohl wie der Islam sind ja Gesetzesreligionen, ne? Also das im Judentum ist halt der Text, der ist halt
gegeben. Das ist ja das Gesetz Gottes, was übermittelt ist. Und im Prinzip geht es darum, die ganze Zeit das auszulegen. Weil, naja, ja klar, weil der Mensch halt auch in seinem Verständnis fehlbar ist. Und da geht es dann eher um die Auslegung, während das Christentum ist ja eine, man ist ja keine Gesetzesreligion, sondern ist eine Glaubensreligion, das klingt jetzt merkwürdig, aber Religion, wo mehr oder weniger eine Bekenntnisreligion, wenn man so will, das zentrale Element ist, ich glaube an die Wiederauferstehung. Genau, der persönliche Glaube ist es. Und wenn ich die Wiederauferstehung, das ist die Basis. Also der Glaube an die Wiederauferstehung steht, glaube ich, noch über sich an den Text halten. Ja, so habe ich genau, eine Bekenntnis. Vor allen Dingen, haben ja die Kirchen auch Probleme, weil das halt zu einer stärkeren Säkularisierung führen kann. Ne? Weil es ist ja unabhängig, dein Bekenntnis kannst du ja auch. Genau, du kannst es privat machen. Du kannst es privat machen. Und es wurde ja oft so gesehen, ja, halt Säkularisierung, ne, die Religiosität nimmt ab, was einem merkwürdigen Religionsbericht wieso zugrunde liegt, meiner Ansicht nach. Aber dann haben wir auch gerade Luckmann und Berger, haben auch Untersuchungen dazu gemacht und haben dann die These davon aufgestellt, dass die Religiosität nicht abnimmt, sondern im Privatbereich verschoben wird. Und das ist natürlich dann gerade beim Christentum besser möglich, weil es um eine generelle, halt so um eine Bekenntnisreligion, um eine Glaubensreligion handelt, die den Glauben dann in die einzelne Person halt verlegen kann. Während das bei Gesetzesreligion halt ein bisschen. Aber wir sind voll von Bourdieu weggekommen. Ja. Ich hatte mir, ein interessanter Punkt war, wegen Spielen auf anderen Feldern, 30% der Zitationen von Bourdieu sind in der Soziologie verortet, 70% außerhalb, also wenn das nichts ist. Ja, ich hab letztens, ich glaube, nur Simmel kommt da drüber. Ich habe letztens ein Buch gelesen zur Sozialisation, und zwar war das kein soziologisches Buch, sondern aus der Pädagogik praktisch haben die sich diesen soziologischen Begriff geraubt und für sich verwandt. Nee, aber da wurde auch Bourdieu, und ich persönlich fand es ein bisschen erschreckend so, aber das ist ja jetzt, das können ja Leute anders sehen. Und zwar, da wurde auch Bourdieu angenommen, und da wurde sein kulturelles Kapital gleichgesetzt mit Humankapital. Und also da wurde das so ausgelegt, dass man mehr in Bildung investieren müsste, um allen viel kulturelles Kapital zu haben, um das Humankapital zu steigern, was zwei mögliche Interpretationen für mich zulässt. Entweder wurde da Bourdieu tatsächlich nur wie ein Steinbruch behandelt, ne, ein Begriff rausgenommen, oder Bourdieu wurde komplett nicht verstanden, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Bourdieu sagt. Also kannst du ja noch mal kurz darauf eingehen, dass er sagte, Bildung reproduziert eigentlich Ungleichheit. Ja. Das ist ja das, also weil ja dieses kulturelle Kapital halt das im Habitus und so weiter. Also man ging vor Bourdieu davon aus, alle müssen gebildet sein und dann geht die Ungerechtigkeit weg. Genau. Und Bourdieu hat gezeigt, nee, Bildung reproduziert Ungerechtigkeit. Beziehungsweise Ungleichheit. Ungerechtigkeit ist ja wert. Ungerechtigkeit ist nur Ungleichheit, und zwar im Groben, wir hatten das, glaube ich, ja in einer Folge schon besprochen, aber im Groben hing es damit zusammen, dass durch die unterschiedlichen Verteilung von Kapitalsorten manche mehr Zeit zum Beispiel haben, sich mit den anerkannten Bildungsformen auseinanderzusetzen. Beziehungsweise sie halt schon im Muttermilch. Genau, familiären Bereich Teil der Sozialisierung sind, was dann halt schon Zeit ist, die erstens, während man sich dann in die formellen Bildungsorganisationen, sprich Schule und so weiter, begibt, ist das Zeit, die man da nicht mehr investieren muss, weil sie schon vorinvestiert wurde. Das ist ja immer das, wo mit Bourdieu das alles mit Zeit, ne? Wie viel Zeit, wie viel Arbeit muss investiert werden. Um ihren Alltag zu bestreiten, sind so eingebunden in Bedürfnis, nicht Befriedigung, sondern sicher Notwendigkeit, Leistung, dass die keine Zeit haben, noch Klavier spielen zu lernen. Ja, aber da geht es nicht nur um diese Sachen, sondern auch dass dort ein gewisses Verhalten und eine gewisse Sicht auf die Welt, halt so dieser gewisse Habitus, Teil dieser
Also Teil dessen ist, was man macht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, weil halt man auch Arbeit hat und so weiter, aber das ist eine Arbeit, die einen gewissen Habitus voraussetzt, so weiter, der wird weitergegeben. Und das ist auch das, was halt in Bildungssituationen, während in anderen Bereichen halt eine andere Arbeit vollzogen wird, der halt in einem anderen Habitus gemacht wird und so weiter. Und das Ding ist ja, die Erziehung frisst immer die gleiche Zeit. Sage ich mal jetzt vom Erziehenden, also vom Erzogenen aus gesehen. Ne? Halt ist es immer die gleiche Zeit. Bloß in der einen Situation wird diese Zeit, also führt diese Zeit dazu, dass der Habitus so zustande kommt, wie er auch nachher in Bildungsorganisationen und so weiter verlangt wird, in der anderen Erziehung nicht. Und das setzt dann halt Zeit während dieser Bildung halt wieder frei, weil diese Zeit wurde schon mal aufgewandt, während anderen diese Zeit nicht aufgewandt wurde. Also muss diese Zeit nochmal aufgewandt werden, was einfach da dann halt den Zeitrahmen eingrenzt. Der kann dann dafür für andere Sachen, zum Beispiel Zusatzqualifikationen, aufgewandt werden. Oder was diese Zeit ist auch noch, sogar noch doppelt verloren, sage ich mal, weil es auf der einen Seite muss nicht nur die Zeit aufgewandt werden, um diesen neuen Habitus sich anzueignen, sondern es muss auch noch erstmal Zeit aufgewandt werden, um den anderen abzubauen, Abzulegen, ja, weil der die so Gewohnheiten. konträr ist. Und wenn man so will, sind dann formale Bildungseinrichtungen eine Form der Sanktionierung eines bestimmten Habitus. Na, also Sanktionierung jetzt in einem wertfreien Sinne, also gewisse Verhaltensweisen werden mit bestimmten Anschlüssen versehen. Und es kann dann halt eine positive oder negative Sanktion sein, können belohnt oder bestraft werden, je nachdem halt durch gute Zertifikate oder also gute Noten, Man kann schlechte das zum Noten und so Beispiel weiter. auch an Kunstunterricht vielleicht sehen. Geige und Klavier, ja, sind anschlussfähig an den höheren Habitus. Rapper, die so Gangster-Rap, was, wenn man es denn wirklich, ja, was man auch auf einer künstlerischen Ebene wahrscheinlich ausüben kann. Ja, wahrscheinlich nur, ne? Nee, Ist ich halt meine das. wirklich auf einer anspruchsvollen Ebene, da gibt es bestimmt, ich kenne mich da nicht aus, ist nicht mein Stil. Es ist Aber es halt gibt da wie jeder, Nuancen, es gibt wie es jede gibt, andere Musik auch, ja. und ein Außerirdischer würde keinen Unterschied feststellen in der Wertigkeit zwischen Rap und klassischer Musik. Und trotzdem bringt dich das, wenn du Gangster-Rap machst, immer stärker in deinen Habitus, der nach oben hin nur schwer anschlussfähig ist. Genau, weil. Und also du gibst ganz viel Zeit in eine Sache rein, die dich bremst unter Umständen. Aber da sind wir auch bei etwas, was wir am Anfang gesehen haben, mit dieser Kritik an Bourdieu, dass das alles zu sehr Wettbewerbsorientiert ist. genau. Wettbewerb, Wort ist mir jetzt gerade nicht gekommen. Bist du ein kooperativer Mensch? Du kennst den Begriff gar nicht. ich glaube, so darf man die Kapitalsorten nicht unbedingt verstehen. Aber er geht schon von aus, dass in den Ja, Feldern Wettbewerb um Kapital stattfindet. aber sage ich mal, wenn man, ich würde jetzt die Theorie von Bourdieu so lesen, dass die Kapitalsorten erstmal etwas ist, was wir halt feststellen können, was eine soziale Wirkmächtigkeit hat, ne? Und was Bourdieu ja darüber definiert, irgendwie, dass es halt Zeit, also durch Arbeit, zustande kommt, ne? Da halt so ein bisschen noch im marxistischen Begriff. Und dass aber der gesellschaftliche Modus einer ist, also er beschreibt dann halt, wie diese Kapitalsorten jetzt unter diesen Modus der Gesellschaft. Und da ist es halt, weil diese Gesellschaft halt in Kategorien von Konkurrenz und so weiterhin, haben sie Auswirkungen, die die Verhältnisse normalerweise in Konkurrenzverhältnisse sich ausdrücken, die dann auch Gewinner und Verlierer immer produzieren. Denn
Das merkt man ja auch, weil das ist, aber es ist halt nicht bewusstes Handeln. Das merkt man, du hast ja gerade darüber gesprochen, ne? Also Rap ist jetzt ein Musikgenre, was die, es gibt ganz reiche Rapper, ne? Ja, das ja, klar. Ist klar. Aber das ist gut, aber das hat ein anderer Mechanismus. Aber jetzt erstmal, das ist ein Musikgenre, was nach oben hin schwer für anspruchsfähig ist, weil diese Rapper, die ja viel Geld haben, die sind ja jetzt nicht, also sie sind ja nicht dadurch zu Geld gekommen, dass sie den Leuten, mit denen sie reden, also mit denen sie das halt die Geschäfte machen, denen was vorrappen, sondern Verkauf, also ja. Der Rap ist ja deren Produkt, was die verkaufen und darüber kriegen sie das Geld. Ja. Und da kann mit Scheiße kannst du Geld machen im Prinzip. Insofern sagt man ja. Insofern ist, dass du mit etwas Geld verdienst, sagt noch nichts über die Wertigkeit des Produkts als solch, genau. solches aus. Sondern genau. Es gibt und, halt, und man merkt halt so, Rap ist ja, sag ich mal, ist ja jetzt ein Musikgenre unter anderem, ne? Ja. Das jetzt an sich halt nicht mehr oder weniger qualitativ ist als zum Beispiel klassische Musik oder sonst irgendwas. Und ist halt deswegen eigentlich auch halt so, halt jemand, der rappen kann, irgendwie wahrscheinlich nicht weniger begabt ist als jemand, der gut Klavier spielen kann und so weiter oder halt gute Arien singen kann, weil es eben verschiedene Formen sind. Es gibt ja auch schlechte Klavierspieler, es gibt schlechte Rapper, ne? Es gibt sehr gute, es gibt das genau. Wird von außen herangetragen. Genau, aber du hast ja auch gerade gesagt, dass jetzt jemand halt so und halt so mit diesem Rap, ne, und so, der beschäftigt sich damit, weil es ist ja auch eine Sache, man ist irgendwo in irgendeiner, man ist irgendwo im Umfeld geboren so und dann hört man halt Rap und so weiter und dann hört man es auch. Das ist eben kein bewusstes Kalkül, wo dann gesagt wird, oh ja, damit aber grenze ich mich nach oben ab, sondern das Mechanismen, die laufen halt kulturelles Kapital, also die Kapitalien, die haben mehr oder weniger eine Eigenlogik, die sie vollziehen und die sich dann halt auch im Habitus irgendwie niederschlägt, weil es ist ja, der Habitus ist ja, sage ich mal, ist ja so eine, so verstehe ich Bourdieu, ist ja so eine Verschmelzung aus dem Handlungspotenzial der Person, also dem eigenständigen Handlungspotenzial und der Eigenlogik der Kapitalsorten, die halt da drinnen dazu führen, also dass man nicht handeln kann, wie man will, so, man ist eben nicht gänzlich frei in seinen Entscheidungen, aber man ist auch nicht gänzlich festgelegt. Man ist in gewissen Logiken drinnen, die einem Spielräume eröffnen und andere eben nicht. Und so sieht das. Und wie diese Kapitalsorten jetzt wirken, na, also man muss das vielleicht, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen der systemtheoretische Blick. Nee, erzähl weiter, ich gucke noch auf das Mikro. Ja. Ist vielleicht ein bisschen der systemtheoretische Blick, dass man das auch relativiert, weil man ja kann ja sagen, okay, grundsätzlich, wenn man sagt, wenn man die Gesellschaftskonstellation, sagen wir mal, jetzt eine Gesellschaftskonstellation auf einem Staatgebiet, ne, setzen wir das jetzt mal der einfache halber gleich, halt die Bevölkerungsgruppe eines Staates und die Gesellschaft. Sagen wir, da gibt es denn halt so diese Verortung, dass auch bestimmtes kulturelles Kapital halt dir was eröffnet und so weiter, aber in diesem Feld gibt es ja nochmal andere. Gibt es ja die Schichten, aber diese Schichten stellen wieder ein Feld für sich dar. Wenn du in der Schicht bist und ein Kapital, kulturelles Kapital hast, was dir im Allgemeinen eigentlich einen Anschluss nach oben ermöglicht, du aber nicht in einer bestimmten, also du aber nicht in dieser Position bist, sondern in einem anderen Gruppe dich aufhältst, kann das sogar negativ sein, weil es da eben halt andere Kulturen, also dass auch der Wert von Kapital, also wenn man so will, kann man nur sagen, Kapital ist eine Form. Selbst die Wertigkeit dessen ist gar nicht bestimmt. Aber du hast ja innerhalb trotzdem Hierarchien innerhalb der Gesellschaft, wo du sagst, es gibt eine herrschende Klasse und die bildet bestimmte Habitus aus. So, das ist ja so. innerhalb der Straßenkultur, sag ich mal, der Ghetto-Kultur, wenn du da nicht rappen kannst, sondern dich mit einer Violine hinstellst, kriegst du aufs Maul. Genau. Das Ding ist klar. Das heißt aber trotzdem nicht, das heißt ja trotzdem nicht, dass Violine spielen jetzt so nachteilig ist für dich, denn es gibt ja die Streber, die immer aufs Maul kriegen, aber irgendwann sind sie die Chefs derer, die ihnen aufs Maul gegeben haben. Naja, das ist, glaube ich, ein Mythos. Das zum einen. Weil da halt so dieser Mythos des Aufsteigers und so weiter, ne, und diesen halt, und was,
Statistisch wissen wir, dass das nicht so viel Es gibt ja, ist. also Bourdieu ist ja aufgestiegen, aber man muss sagen, Bourdieu ist ja auch scheiße klug gewesen. Also, das kann man ja nicht zum Maßstab machen für alle. Ja, Der ist klar. ja so ein Wunderkind gewesen. Und zu sagen, sei doch auch ein Wunderkind, dann klappt das, ist ja nun nicht unbedingt Ne? Es wird auch hilfreich. mal, also die Aufsteiger werden halt ganz immer gerne angeführt. Die sind halt, es wirkt, es gäbe so viele, weil die so prominente sind. Ja. Ne? Aber es kann täuscht natürlich schon weg, dass es einfach eine super kleine Zahl ist an Aufsteigern. Die Masse muss mit einem normalen Gehirn klarkommen. Ne? So, und da werden eher die bevorzugt, die halt den Zumal Habitus haben können. es ja wir ja seit längerem in dieser Situation sind. Das Aufsteigen ist schwierig, weil es auch immer, es gibt immer mehr Absteiger, als es Aufsteiger gibt. Also die Spitze wird tendenziell immer dünner und der Boden wird tendenziell immer breiter. Man weiß nicht, wie viel für Bourdieu abgestiegen sind. Ja. Aber ich wollte noch mal auf den, du hattest mal von Marx erwähnt, dass wir den Bourdieu, weil ich möchte den neuen, wir wollen ja über den neuen Podcast ganz schnell teaser noch. Marx, dass wir das auch abschließen hier, die Soziologie abschließen. Bei Marx war ja vor allem der Kampf ums ökonomische Kapital maßgebend, so, um die ökonomischen Ressourcen, die Besitztümer an Produktionsmitteln, die haben die Herrschaft ausgemacht. Und da mussten wir nochmal festhalten, dass Bourdieu das weiterentwickelt hat zu einer Alltagsbetrachtung, dass der Kampf sozusagen nicht nur um die Ressourcen da und der große Kampf mit Gewehren und so weiter geführt wird und mit wirklich harter Gewalt, Ja, mit ökonomischer, wo der Klassenkampf noch seinen Namen verdient. ja, sondern dass der Klassenkampf durch solche Sachen wie, ja, Sprachdistinktion stattfindet, wie eben, ach, der hat einen Wortschatz, gehört nach unten, der kann sich nicht gewählt ausdrücken. Wir können das ja mal, distinguieren, boah. Distinguieren. Distinguieren uns ja gerade, distinguieren, Ich oh. glaube, Distinktion, Oh, jetzt haben wir ja. uns, Jetzt disqualifiziert haben wir ja. uns jetzt. Nee, Das Wort kennen aber auch wir. dieser Podcast, der ist ja eine bestimmte, also wir greifen auf Wissensbestände zu und so weiter, die jetzt erstmal formal ja gar nicht besser sind als andere Wissensbestände und so Ja. weiter, die aber eine gewisse Wertung Zum erfahren. Beispiel ist das formal nicht besser, als zu wissen, welche Pokémons schlagen oder so, Ja, ne? oder halt, ne, welche, sage ich mal, welche Feldfrüchte zu welcher Jahreszeit man Ja, ausbringen oder welche kann. Filme gerade laufen. Genau, und all solche Sachen. Aber es ist ja, aber schon, also was ja schon passiert, wir schließen ja Menschen aus. Durch die Art und Weise halt, wie wir über die Themen reden, auf welche Wissensbestände wir zurückgreifen. Vielleicht Ohne auch. dass wir es bewusst machen, also Bourdieu sagt ja, glaube ich, auch nicht, dass die Abgrenzung eine bewusste Ja, Entscheidung ist, und ich ne? würde dazu, und ich würde auch tatsächlich noch die Zusatzfrage stellen, ob das anders möglich ist. Weil die Frage ist doch, also dann nehmen wir jetzt eine andere Sprache, die wir erstmal auch beherrschen Hörst du müssen. der Luma an? Der ist so scheiße, ey, den mache ich Messer. Ne, Kann ich ausdrücken, sich, ey. aber das ist, was du jetzt machst, das ist ja eine Persiflage. So, das ist ja, so spricht. So wird ja nicht gesprochen, Das ist sondern unsere Vorstellung genau, das von ist halt Beschreibung so, ne, halt, die dann halt auch, wo man halt sagen kann, klar, das könnte problematisch sein, weil wir ja formal zu einer höheren Gruppe, also zu einer gesellschaftlich höher stehenden Schicht gehören als Akademiker. Ja, aber bitte, was für Leute, die spenden wollen, wir haben nur Wir Kulturkapital. besitzen nur kulturelles Wir Kapital. sind nur hoch im Kulturkapital. Ne? Ja. Und wie an unserer Stammelei gehört hat, ist auch das. Euch steht das Dach Das auf. müssen wir, das müssen wir, das müssen wir mit viel Fleiß müssen wir das zusammenhalten. Es ist jederzeit in Gefahr, uns zu Okay, entfleuchen. ja. Nee, aber genau, also das, wenn wir halt das nachahmen, das ist natürlich immer auch auf. Allein die Nachahmung ist ja schon Ist, ein erhöhen uns Ja, da und die darüber. Nachahmung ist ja auch ein Trick. Du ahmst etwas ganz persiflagemäßig nach. Und wenn einer nur einen Punkt davon in einem Gespräch, den du dann in der Realität führst, also wir ahmen die nach,
dann hören sich das Hörerinnen und Hörer an und dann begegnen die jemanden, der nur einen Punkt davon erfüllt. Dann triggert das gleich die ganze Karikatur an. Ja. Und dann siehst du diese Person gleich in ihrer ganzen Karikatur. Deshalb ist diese Nachahmung durchaus gefährlich. Und vor allem, und die ist grundsätzlich dadurch gefährlich von Menschen aus persönlichen bestimmten Personengruppen, wie zum Beispiel jetzt bei uns, die über kulturelles Kapital verfügen, weil die Gesellschaftsverhältnisse halt so sind, dass wir damit eine gesellschaftliche Position über anderen Menschen einnehmen, das halt erstmal so ist. Und damit ist diese Nachahmung, wie man sie auch immer gemeint hat, immer abwertend. Weil es die Linie zieht und dann halt im Prinzip also was man im Prinzip nur darstellt, ist eine Andersartigkeit, aber durch aber die... Aber man lacht ja auch drüber, das heißt, dort hast du dann die Beleidigung quasi, also dass man lacht. Aber ich wollte bei der Abwertung, wollte ich was anderes raus, zwar einfach durch die gesellschaftliche Situation, dass es eine soziale Hierarchie gibt und so weiter und in der wir uns höher befinden, nicht ganz oben, aber wir befinden uns halt so in einem gewissen Bereich, so der halt faktisch über anderen steht. In der gesellschaftlichen Hierarchie ist die Nachahmung einfach nur eine Grenzziehung. Also man zeigt den Unterschied. Und da es diese gesellschaftliche Formation gibt, ist es gleichzeitig auch halt so der Verweis darauf, dass es halt tieferstehend ist. Und das ist das Problem. Das ist Alltagsklassenkampf, wie Bourdieu ihn beschreiben würde. Genau. Dass man Leute beleidigt, dass man mit seinen Kindern prahlt als Statussymbol. Mhm. Ne? Gleichgültigkeit ist auch ein Punkt, dass man bestimmten Gruppen gegenüber gleichgültig ist. Und ja, das ist halt alles schwierig. Aber ich würde hier Soziologie kurz abschließen, tatsächlich. Wenn du jetzt anfängst, reden wir nochmal eine Stunde. Dass wir, warum habe ich mir Stil notiert? Was sollte das bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber was ich tatsächlich noch eben sagen wollte, es gibt ja auch, das ist völlig faszinierend, seit ein paar Jahren gibt es ja diese Serie The Big Bang Theory und die baut ein gewisses Bild von Nerds. Ich sage jetzt ein gewisses Bild. Die wird von Nerds aber abgelehnt, soweit ich weiß. Das kann von richtigen, ernsthaften Nerds. Das kann gut sein. Weil die sich nur über Klischees und so lustig macht. Und ja, aber das Nerdtum ist ja auch ein bestimmter Habitus. Ne? Ich frage mich, ob es da nämlich auch, also Habitus, das sagt ja auch Bourdieu selber, der transformiert sich ja über die Zeit, weil man ja auch durch verschiedene Stationen geht, wie er auch. Und der sammelt sich ja an, sage ich mal, und differenziert sich dann aus. Und ich frage mich gerade, ob man auch diese geschmacklichen Dispositionen zu gewissen Genres und so weiter auch mit einem bestimmten Habitus verbandelt sind oder ob es eher der Umgang, also ob, sage ich mal, jetzt, wenn man so will, jetzt das Horrorgenre, ob das als sich bei gewissen Schichten bevorzugt geguckt wird oder ob es eher ob dieses Genre überall verteilt ist und es eher der Umgang mit diesem Genre ist, der stärker gewisse gesellschaftliche Positionen müsste man erstmal Theorien ranholen, der Horrorfilmforschung, die zum Beispiel da lauten könnte. Eine sagt, dass du in Filmen generell Bewältigungsstrategien lernst. Also dein Gehirn lernt Bewältigungsstrategien für den Umgang mit deiner Welt. Und wenn du nur reale Filme siehst, verstärkt das halt diese Bewältigungsstrategien. Und Horrorfilme sind dadurch gekennzeichnet, dass du rationale Bewältigungsstrategien nicht damit bewältigen kannst, mit dem Geschehen. Denn sowohl die übernatürlichen wie auch die natürlichen Bösewichte und Zustände dort folgen nicht unbedingt rationalen Mustern, wie ein Krimi zum Beispiel, der immer noch rational
aufgeklärt wird. Und da müsste man schauen, welche Habitusangehörige stärker welche Bewältigungsmuster bevorzugen oder bräuchten, weil es gibt auch die Theorie, dass Horrorfilme als sozusagen gut eingesetzt werden können, auch für Pädagogik, wenn man sie richtig Ja. einsetzt. Wenn man sie falsch einsetzt, machen sie mehr Schaden, als wenn man sie gar nicht einsetzen würde. Wenn man sie richtig einsetzt, würde das gehen, weil sie bestimmte angelernte Bewältigungsstrategien aufbrechen können. Aber da würde ich vorschlagen, dass wir diese Diskussion auf unseren no anderen neuen Podcast verschieben, Ja, der da das können besser wir tun. reinpasst. Ja. Hier eine kleine Ankündigung auch dann, dass wir hier in eine ja doch längere Sommerpause gehen werden mit dem Sovi-Stammtisch und höchstwahrscheinlich erst wieder uns im Herbst hier wiederfinden werden. Das ist lange Zeit. Oder vielleicht sogar im Winter. Das kommt darauf an, wie viele Aufnahmen wir dann irgendwie kriegen, weil unser Stil sich ja auch ändern wird. Wir werden nicht mehr dieses, ein Gast kommt oder ein Thema kommt. Wir wollen unseren Habitus ein wenig Ja, wir verändern. wollen, das ist uns, also sagen wir so, also ich spreche jetzt mal für mich. Ich finde unseren neuen Podcast, den wir machen, besser. Für mich, er macht mir mehr Spaß. Ich hatte lange nicht so viel Spaß in einem Gespräch wie in unserem ersten. Und ich will da auch mehr Energie reinstecken. Und der hier, den will ich aber nicht aufgeben. Und deshalb denke ich mir, so wie hier, wir waren an der Mensa, an der Uni und haben gesagt, oh, das Mikro ist im Rucksack, lass uns doch mal spontan hier was über Bourdieu aufnehmen. Ja. Und das wird der Stil sein, dass wir nicht mehr über Skype und so weiter ein Thema vorbereiten, vielleicht sogar noch, sondern sagen, oh, wir haben Seminar besucht, sprechen kurz danach ins Mikro, so, dass so der so wie Stammtisch weiterlaufen wird. Was ich auch mich tatsächlich, das hatten wir und das Ursprünglich so geplant, nee, aber ne? das fand ich, Ja, doch, ursprünglich war das ja als spontaner Talk geplant. Darum ja Stammtisch, aber die Leute nehmen Stammtisch nicht wahr, die sehen immer so wie und dann sagen die, nimm das Stammtisch, der Stammtisch wird einfach nicht mehr ernst Nein, genommen. weil da wird, ja, und dann wird zum Teil Wissensgesellschaft. vorgeworfen, ah, warum seid ihr so locker drauf? Ihr müsst doch die Themen pädagogischer präsentieren oder so. Weil die den Stammtisch nicht ernst nehmen. Tatsächlich, die dachten, das wäre nur so ein Begriff, den wir, so wie soll das heißen, aber man kann ja nicht so wie Podcast, deshalb nennen wir es Stammtisch halt, aber das war wirklich als Stammtisch Ja, gemeint, ne? ja. Und aber dieser Gedanke zu dem neuen Podcast, der ist ja jetzt nicht gerade in den letzten 5 Minuten gekommen. Nein, wir haben schon eine Und Folge abgedreht. genau, und du hast nämlich vorhin etwas gesagt, was mir immer noch so im Kopf Was begeistert, weil denn? es eine so interessant, weil du gesagt hast, jetzt der Stefan Seidel vom Kritik-Podcast und so weiter oder andere Podcaster. Die machen jetzt auf einmal einen Podcast Ja, über. wenn ich mir vorstelle, stellt euch vor, ihr hört den Sozioport oder den Kritik 1968 Podcast und die sagen so, wir hören jetzt hier auf, wir machen jetzt einen Podcast über Horrorfilme und Gespenstergeschichten. Dann wäre ich so irritiert, weil ich sage, spinnen die das, hä? Gerade hier der Patrick Breitenbach und Nils Köbel, so. Wenn die sagen, wir machen das jetzt nicht mehr so zu Port, wir unterhalten uns über Gespenstergeschichten, würde man doch sagen, irgendwas stimmt mit denen nicht. Aber ich würde sagen, da wir ja schon eine Folge über Horror gemacht haben, sind unsere Hörerinnen und Hörer ja schon vorgeprägt, auch wenn die Horrorserie, ich muss mal einen Schluck trinken, Ich glaube, auch wenn nicht wir so beliebt war. Also die hat nicht so viele Auch wenn Downloadzahlen. ich jetzt bei diesem Beispiel, wenn ich mich dabei ein wenig mental übergeben muss, und zwar, weil ich auch das Pädagogisieren gar nicht so mag, aber erinnerst du dich noch an deine Schulzeit bei Und Lehrern? ja, ungern. Ich fand es immer schwierig, sich vorzustellen, dass Lehrer ein Privatleben haben. Also, dass Lehrer außerhalb der Rolle des Lehrers existieren. Und das ist auch, glaube ich, das. Wie dir jetzt halt diese anderen Podcaster gehen. Also man kennt die halt Oder dass nur. Eltern
irgendwie mal Kinder gemacht haben. Das kann man sich nicht vorstellen, ne? Dass die das Eltern das Kinder Eltern, gemacht haben. Dass Eltern Sex hatten. Sex. Das Wort Eltern und Sex wollte ich in diesem Zusammenhang nicht assoziieren, weil das Schmerzen hervorruft beim drüber nachdenken. Aber das ist, man lernt Menschen immer in Situationen kennen. Ja. Notwendigerweise würde ich fast behaupten. Mhm. Und je nachdem, wie breit oder wie eng geführt diese Situationen sind, wird auch die Erwartung strukturiert. Dann kann man sich die nicht anders vorstellen. Ja. Und tatsächlich wollen wir einen Gespenster-, Monster- und Horror-Podcast machen. Ich habe ja schon mal einen gemacht. Ja. Vor 2011, 12 habe ich damit angefangen, das Mitternachtskabinett unter Mitternachtskabinett. .de wollte ich sagen, aber die Adresse funktioniert irgendwie noch nicht. Der Provider hat irgendwie Schwierigkeiten, die freizuschalten, aber bald unter Mitternachtskabinett könnt ihr auch googeln. Mitternachtskabinett kann man auch googeln, da kommt man drauf. Aber das habe ich schon mal gemacht und da habe ich die düsteren Seiten düstere Seiten mit Soziologie, also der war schon strikt psychologisch, soziologisch, aber selbst das wollen wir ja nicht. Wir haben ja in der ersten Sitzung, die haben wir zwar genannt, die Soziologie der Angst, aber wir haben gemerkt, eigentlich wollten wir keinen richtigen soziologischen Podcast machen, aber durch unsere Prägung wird das auch soziologisch. Das heißt, das können sich auch Leute anhören, die gern soziologisch unterwegs sind. Aber wir werden ganz viele Hörerinnen und Hörer verlieren. Hier geht es allerdings weiter, tatsächlich weiter, aber halt nach einer längeren Sommerpause. Ja. Es könnte sogar passieren, dass der hier ganz ausstirbt, theoretisch, der Sovi-Stammtisch. Ich glaube es aber nicht, weil ein Mikro, irgendwann ist Gesprächsbedarf, soziologischer Art. Und dann stellen wir ein Mikro hin und dann sprechen wir drüber und bringen das online. Aber so diese Regelmäßigkeit wird nicht mehr kommen. Und es ist auch möglich, dass wir ein Seminar besuchen. Dann wäre die Regelmäßigkeit drin, dass wir nach dem Seminar immer kurz. Aber wir können nicht sagen, dass das immer eine Stunde dauert, wie lange das dauert und so. Ja, aber ich sag mal, die Soziologie werden wir nicht loswerden. Nee, die werden wir nicht los. Es ist ja auch eine Art der perspektivischen Weltkonstruktion. Im Prinzip werden wir denn, wenn man so will, ist jetzt durch den Philosophen auch noch angereichert, aber durch dich als empirischen Sozialforscher, für mich eher als theoretischen Soziologen und dann jetzt durch den Alexander als Philosophen. Mhm. Aber jetzt mal bourdieusch gesehen, sind wir in einer relativen, sage ich mal, nahen Gruppe verankert. Also weil wir, glaube ich, alle über eine ähnliche Art der Tätigkeit insbesondere kulturelles Kapital generieren und für uns akkumulieren. Und wenn man so will, ist denn der neue Podcast eine Soziallage, spezifische Aufbereitung eines Gegenstandes, und zwar der Horrorfilme. Und wenn man so will, dann aber auch wieder nur für Personen, die sich in der ähnlichen sozialen Gewichtungs befinden. Dass wir, wenn wir Glück haben, 20% unserer Hörerschaft mit rübernehmen können. Und die anderen brechen weg. Müssen wir neue Zielgruppe aufbauen. Ja. Ach so, ich habe dich unterbrochen, glaube ich, oder? Ständig, aber das ja, da bin ich hier. Also du hattest mal gesagt, wenn wir über Skype interviewen, ist das schwieriger, weil ich unterbreche dann eher. Aber ich merke gerade, ich nehme deine Körpersprache auch nicht mehr voll und unterbreche dich auch so. Okay, erzähl weiter. Ja. Ich habe aber erkannt, deinen bösen Blick jetzt. Den habe ich erkannt. Ja. Ja. Ja, das wird... aber wie wir gemerkt haben in der... Okay. Wir schauen uns im neuen Podcast. Ja, warte mal. Nicht auf aus.